An diesem 25. August 1942 hat es mich doch noch erwischt. Als ehemaliger Pilot der Lufthansa hatte ich erwartet, dass ich mehr oder weniger U-52 Transportflüge übernehme. Aber ich wurde umgeschult auf die Heinkel 111 und wir stehen hier in Mosorowski Süd, um einen Angriff auf Stalingrad zu fliegen. Es werden insgesamt 12 Maschinen an den Start gehen. 4 Gruppen à 3 Maschinen. Meine Gruppe wird die letzte sein, die an den Start rollen wird. So, warten wir ab, bis die Gruppe vor uns den Platz verlässt, dann können auch wir an den Start rollen. So, die Vorgruppe verlässt nun den Platz und meine Flügelmänner warten schon ungeduldig auf den Start. Es wird eine Flugzeit von circa 1,5 Stunden werden.
Es ist 9:15 und nun erfolgt die lang erwartete Startfreigabe. Obwohl ich die Heinkel 111 schon mehrfach zu Transportzwecken geflogen bin, kommt sie mir heute doch sehr, sehr schwer vor. Es sind 1650 Kilogramm Bomben an Bord und eine 500 Kilogramm Bombe. Außerdem haben wir 1700 Liter Treibstoff an Bord. Die Startklappen sind gesetzt. Und ich warte auf eine Geschwindigkeit von 180 bis 200 Stundenkilometern zum Abheben. Unser Kurs führt uns direkt nach Osten. Nanu, warum sind denn meine Flügelmänner so weit da unten? Wir haben doch den Auftrag, recht schnell 3000 bis 4000 Metern Höhe einzunehmen. Ah, da sind sie ja. Haben es auch endlich geschafft. Alle Verteidigungspositionen im Flugzeug sind bereit und ich kann mir endlich nochmal in Ruhe die Aufklärungsfotos von Stalingrad anschauen, damit unser Zielgebiet erkannt wird. Es ist eine Waffen- und Munitionsfabrik. Schießt schon sehr heftig, aber in einer Höhe von 4000 Metern wirkt sie sehr ungenau. Unser neuer Kurs ist jetzt 45 Grad und direkt auf Stalingrad zu.
Vor uns ist nun am Ufer der Wolga Stalingrad zu erkennen. Der Bordschütze macht sich bereit für den Bombenabwurf. Nicht die Flak ist meine Sorge, sondern dass uns russische Jäger erwischen und uns vom Himmel holen. Sind raus und wir sollten so schnell wie möglich versuchen, von hier zu verschwinden. Kurs nach Westen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Als ob ich es geahnt hätte. Es sind russische Jäger gesichtet worden.
ein Schuss in die Tragfläche. Wir verlieren Treibstoff. Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich? Wie kommen wir jetzt nach Hause? Flügelmänner scheinen es gut überstanden zu haben. Nur mich hat's erwischt. Instrumente sind normal, aber ob der Treibstoff reicht, Kurs 250, ab nach Hause, aber es sind noch 30 Minuten zu fliegen. Oh Mann, oh Mann.
dort in der Ferne ist schon der Flugplatz Morozowski Nord zu erkennen. Wir könnten es also bis nach Hause schaffen. In meiner Nervosität fahre ich das Fahrwerk viel zu früh aus und setze die Landeklappen. Mann, oh Mann, was ist aus den coolen Lufthansa-Piloten nur geworden? Da liegt die Landebahn ja direkt vor uns. Ich versuche möglichst weit links aufzusetzen, um eventuell einem Flügelmann noch die Möglichkeit zu geben, rechts parallel zu landen. Jetzt nichts wie hin zum Abstellplatz und die Maschine abstellen. Dann ins Casino und meinen zweiten Geburtstag feiern. Was mir aber lange nicht aus dem Gedächtnis gehen wird, ist ein Wochenschaubericht mit schreienden Menschen in Stalingrad.